Hallo Leute, ich habe hier seit 10 Minuten hier schon Vollgas gequatscht und gerade festgestellt, dass die Aufnahme gar nicht läuft. Ist das cool oder ist das cool? Also, ich habe hier ein paar tolle Sachen gemacht, die verrate ich euch aber nicht, weil aus Gründen halt, ne? Oh, ich glaube, ich muss gleich mal raus. Was ihr vielleicht nicht wisst, weil ihr nicht dabei wart, ich habe jetzt hier Personal eingestellt. Eine Verkäuferin und ein Kassier. Und ja, dann habe ich hier noch ein paar Mäuse gekauft. Hier ein paar teure. Und. Alter, die sind weg. Oskar nimmt eine Pause. Ich muss in die Kasse. Und. Ja, habe natürlich ein bisschen eingekauft. Habe ja alles vercheckt. Ja. Und war eigentlich gerade dabei, einen Artikel zu schreiben. Aber dann ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte vielleicht doch mal die Aufnahme starten. So ganz ohne euch spielen wollte ich jetzt dann doch nicht. So, es ist 16 Uhr. Wie sieht der Umsatz aus? Ja. Könnte besser sein, aber es kommen noch gut Leute. Hier ist voll das Verkaufstalent. Die kann Kasse und verkaufen, kann die voll gut. Oscar ist nicht ganz so geil, der kann ein bisschen verkaufen. Aber halt auch nicht megamäßig. Aber dafür kostet er halt auch viel weniger. So. Der müsste jetzt gleich wieder kommen. Dann verlasse ich schon mal die Kasse und berate den Herrn hier. Hier, dieses Handy ist voll toll. Vielleicht, ich weiß es nicht. Dann nimm dieses hier. Ah ja, okay. Das will er haben. Gut, das verkaufen wir ihm natürlich auch. Da bin ich jetzt mal gar nicht so, ne? Mal guck mal, da ist ein ITler. So. Also, nimm dieses gute Stück. Ich muss hier mal noch ein bisschen auffüllen. Hier schön die PCs verkaufen. Oh, die Mäuse gehen gut weg. Und die Tastaturen. Und ich habe eine Zweigeldlagereinheit und eine zweite Liefereinheit noch gekauft. 5.500. Voll nice. Oh, haben wir hier noch so ein Ding? Auch nicht mehr. Oh. Okay. Ja. Was kann ich für dich tun? Nee, du willst ein Handy, oder? Ich kann dir dringend eins gebrauchen. Gut, dann kauf doch eins. Unsere Handys haben 2 Stunden Garantie. Aber nur, wenn sie den Laden nicht verlassen. Also die besten Handys, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen. So, oh, was will er? Er will PCs kaufen. Der ist gut hier. Das sollte eigentlich die Kia machen, weil die ist da viel besser als ich. Aber gut, dann übernehme ich das halt mal. Aber der kauft den, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott, hier ist schon wieder leer. Kann ja auch nicht mehr auffüllen. Zu Kia. Da haben wir auch nichts mehr da. Gut, unser Lager ist jetzt gleich leer verkauft. Aber guck mal, 6.700 Euro Umsatz. Wahnsinn. Das ist heute Sonntag. Ja gut, da geht das Geschäft immer wie Sau, ne? Und wie viel machst du? Nice, vielen Dank. Nee, das macht die Kia hier, die Chefin. Dann tippel ich mal noch ganz kurz den Artikel hier weiter. Für die, ich glaube, Studenten, glaube ich, habe ich den geschrieben, ne? Ja, dann werden wir noch ein paar mehr Leute hier akquirieren und 7.800 Euro. Jawohl, das hat sich ja voll rentiert. Megamäßig. Puh, da können wir noch mal ein bisschen investieren dann. So, der Laden ist geschlossen. Ja, aber den Artikel mache ich noch schnell fertig. Ja, nice. So, die sind hier. Oh ja, die verkauft noch.
So, die ist gerade noch im Gespräch gewesen. Aber die ist da ein bisschen festgebackt. Na, das ist natürlich schlecht gewesen. Aber gut. Kann ich hier noch irgendwas auffüllen? Oh ja, guck mal, da wäre noch was gewesen. So. Aber an sich gut hier leer verkauft der Laden. Ja, tschüss, bis morgen, ne? Vielen Dank für eure Hilfe. Dann gehen wir mal ins Büro zurück. Lohn 360 ist echt okay. Bleibt uns übrig 7000. Damit kann man, glaube ich, arbeiten. Dann gucken wir doch glatt mal. Bestellungen, Verkäufe, Nachbestellungen, füge alle hinzu. Da mal alle verkauft. Dann würde ich mal noch eins hochgehen. Hier würde ich auch eins hochgehen. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Hier würde ich auch mal ein bisschen hochgehen. Das glaube ich. Machen wir so. 5 ist in Ordnung. Hier gehen wir auch eins hoch. Hier ein bisschen hoch. Wie sind wir? 6000. Puh.6400. 46 Artikel. Jetzt gehen wir nochmal ins Zubehör rein. Nehmen wir mal ein etwas teures Produkt mal mit rein. So Drucker weiß ich nicht, aber die Router oder so Lautsprecher. Also die haben eine ganz gute. Gute Gewinne, also ausreichend Gewinn. Ne? Kaufen wir für 48 Euro ein und 30 Euro Gewinn noch. Ich meine, 30 Euro Gewinn machen wir bei einigen von diesen Artikeln, aber das ist halt im Verkauf zum im Vergleich zum Verkaufspreis ist das halt schon sehr hoch von Grund aus. Da können wir bestimmt einfach noch ein bisschen was oben drauf legen. Würde ich so machen, haben wir noch ein bisschen Cash übrig. Müssen wir mal gucken, ob wir denn nicht. Das sind jetzt nicht so viele weggegangen von dem Handy, aber die sind echt gut weggegangen. Ja, wir machen das jetzt erstmal so. Dann gucken wir mal im Überblick, bestellt. Zubehör. Ja. Da machen wir 90. 100. Boah, machen wir 100, ja? Und hier vielleicht 95. 90. Genau. Machen wir es so, machen wir hier 90 für die gute. Dann gehen die vielleicht auch etwas mehr weg. Da können wir machen hier 95. So, passt schon. E-Mails haben wir keine. Vor 2 Tagen, okay. Abmelden. Gucken wir mal, ob unsere Mitarbeiter schon irgendwas gelernt haben. Nö. Also diese ist sowieso schon voll ausgelernt. Guckt euch mal die an. Die ist halt Kasse und Verkauf ist die halt voll der Burner. Und er, ja gut, ne? Kasse ist ja nicht ganz verkehrt. Wir können ihn auch noch eine Schulung machen lassen, aber fürs Erste reicht es hier völlig. Eventuell noch ein Verkäufer, aber heute ist Sonntag, das heißt, morgen ist Montag. Wollen wir in die Zeitung inserieren, aber ich glaube, wir haben nicht so viel Geld. Ne, wir lassen das jetzt erstmal. Gehen jetzt erstmal in den nächsten Tag. Steuern müssen wir auch zahlen.
Neuer Meilenstein. Jawohl. Ich glaube, wenn wir die Lager, wenn wir die Aufgabe hier erfüllt haben, dann können wir uns da machen, unser eigenes Geschäft zu eröffnen. Aber das ist ganz schön knifflig mit so wenig Geld. So, da war noch was gestanden. So, das Lager müsste jetzt eigentlich... Was ist da noch drin? Ja, so viel ist nicht mehr, ne? Kein einzig... Oh, da kommt er schon. Keinen einzigen Laptop verkauft. Oho. So, dann packen wir mal aus die gutes, das gute Zeug. Ich glaube, da können wir gleich dann nochmal erweitern. Aber Step by Step. So, dann packen wir hier auch gleich mal aus. Mal schauen, bis das Lager voll ist. So, haben wir es doch schon. Aber gut. Das geht ja relativ schnell leer. Haben wir hier noch was? Mhm. Gut, gut. So, der Oscar ist da, der hält die Stellung, das ist sehr gut. Das sind die Handys. Dann müssen wir hier noch dazu stellen diese Telefone hier. So. Dann können wir, glaube ich, hier noch einen Computer hinstellen. Ja, ja, was möchtest du denn gern? Ja, das ist ein voll tolles Handy. Voll toll. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht, was ich gemacht habe, dass die Kia ein bisschen später kommt. Früh kann ich das ja durchaus mitmachen. Da ist jetzt eh noch nicht gleich so die Hölle los. Yo, kauf. Gönn dir. So. Kann man hier gleich nochmal eins hinstellen. Das hat es jetzt gar nicht gekauft, oder was? So, lusch. Hm. Ja, da muss ich hier noch die... die Boxen hinstellen. So, ja, das ist ein toller Computer. Der hat die neueste Grafikkarte auf dem Markt. Da ist die Radeon 480 drin. Nein, das ist ein GeForce gewesen, ne? Macht nix. Oh, kauft jetzt den doch nicht. Ja! Hier, Handys. Tippel, tippel, tappel. Tolles Geld. So. Mhm. Gut, die lässt sich aber schwer begeistern hier von dem Geld. Draußen stehen sich wieder Schlange. So, da können wir hier noch eine Tastatur reinklatschen. Tastaturen passen halt echt nicht viele ein, ne? Oh, Kia ist auch da. Sehr gut. So, die verkauft den Campbell hier easy. Aber es kommen halt jetzt gerade echt nicht viele Leute rein. Können wir denn da noch was tun? Können wir hier noch so ein Sales-Schild oder so hinmachen? Meinst du, das bringt was? Oh, guck mal. Boah, wow, die tollen, die Rechner hier. So, hier haben wir das da. Wollen wir denn... Dann können wir doch gleich mal hier ein... Monitor, ey. Wollen wir Monitor verkaufen?
kann man machen. Und hier nebendran schmeißt man vielleicht noch die Route. Genau. Dann bauen wir hier mal noch einen Tisch für die Telefone und Tablets. Excuse me. Genau, Tablets haben wir noch gar noch nicht gekauft. Dann fliegt eins der Geräte hier rüber. Und dann noch Tablets dazu. Wollen wir mal gucken, dass wir ein schönes Tablet finden. Gut. Dann können wir eigentlich gleich schon mal einkaufen, ne? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich hin. Monitore. Nehmen wir so einen Curved. Nehmen wir so einen billigen. Der ist aber noch billiger. Oh, eine VR-Brille. Achso, eine VR-Brille wäre natürlich auch cool. Keine Ahnung, was das da ist, aber das schmeißen wir auch mal mit rein. Das klatschen wir hier drauf. Thanks. Dann holen wir keine Router, das soll mal auch recht sein. Dann machen wir noch ein Tablet. Oh, so eine Konsole. Hey. Genau. Oh, das ist hier noch teurer. Guck mal. Ja, das lassen wir erstmal so drin. Aber, warte mal, das müssen wir... So. Da müssen wir nicht so viel einkaufen davon. Ich glaube nicht, dass das so viel weggeht. Und ohne Werbung schon gleich gar nicht, ey. Das ist ja Wahnsinn, was gerade heute los ist. Da kommt ja keiner in den Laden rein. Wo ist denn Kia? Ja, hier. Ich habe hier einen tollen PC. Guck mal, den willst du doch kaufen. So. Puh. Thanks. Hoffentlich kauft er den. Ja, er kauft ihn. Sehr gut. Haben wir hier noch so eins? Ja, eins haben wir hier noch. Wir müssen hier unbedingt Werbung machen. Das ist ja echt gottig, was hier gerade los ist. Aber können wir mal in die Außenakquise gehen? Könnt mal einen Blick drauf werfen. Ja, ja, dann komm rein hier. Super Produkte, ich sag's dir. Ich glaube, der Oscar, das sag ich's nicht. Tja, heute hängen wir den Verkäufen mal gut hinterher hier. Ja, der kauft Lautsprecher, oder? Nee, was hat er? 40 Euro hier, immer diesen kleinen Kram hier. Aber die Boxen schaut, die hat noch keiner angeguckt. Aber heute ist echt ein schlechter Verkaufstag halt, ne? Das ist ja unglaublich. Ich glaube, die will zur Kasse. Die braucht da erst noch ein Handy. Ja, verkauf dir mal hier das teure Handy, das ist gut. So, wann kommt denn er wieder? Okay, dann fülle ich hier mal auf.
da mal einen Laptop verkauft. Sehr nice. Oskar, geh mal wieder an die Kasse. Vielen Dank. Ja, was kann ich für dich tun? Einen Artikel empfehlen? Hier, das ist voll toll. Das sieht vielversprechend aus. Sag ich doch, Mensch. Ich hab doch an deinem Gesicht schon gesehen, wie toll du dieses Handy findest. So. Oh ja, das wird... Das kriegen wir verkauft. Fein. Gönn dir. So, da hier gehen ein paar von diesen High-End-Mäusen aus hier. Hey, have a minute. Was wäre? Ja, ja. Kollegin hilft gleich, kein Problem. Puh, aber Umsatz ist halt echt gottig halt, ne? Ja, vielleicht geht noch ein bisschen was. Wir haben ja noch 2 Stunden offen. Hier gehen noch ein paar Handys weg. Können wir hier nochmal auffüllen? Hey, can you help me? So. Thank you. Man kauft mal entweder das. Kauft mal eins der 2 Handys hier leer. Mm-hmm. Oh, ja. Gehst, magst du Kia? Sehr gut. Vielen Dank. Ist echt gut, Kia. Beste Verkäuferin ever. Aber wir haben auch ein bisschen mehr jetzt gekauft auf Vorrat, ne? Wir haben hier noch echt gut Material stehen, ne? Hey, a little help. Jawohl, der hat den Computer eingesackt. Sehr gut. Da kommt jetzt doch noch ein bisschen Kohle rein. Mhm. Ich glaube, ich brauche fast noch einen zweiten Verkäufer. 550. Sehr gut. Gut, wir haben jetzt auch ein bisschen in den Laden hier investiert, ne? Hier die Regale und sowas, das hat ja alles noch extra gekostet. So, wieder schön auffüllen die Regale. So. Jawohl. Ja, verkauft das Handy. Das blaue hier am besten. Sehr gut, dass da jetzt noch Kunden reinkommen. Oh, ey, ich war echt schon so, fuck, wir haben viel zu wenig. Jetzt hat sie das gar keins der Handys mitgenommen. Hm. Oder? 400 Euro. Irgendwas hat sie mitgenommen. Oh. Tastaturen sind eigentlich ganz gut weggegangen heute. Nicht schlecht. Aber Boxen hat keiner gekauft. So, jetzt kann ich mal gucken. Warte mal, Mobilgeräte, Telefone, dann stellen wir die hier wieder rein. Und hier stellen wir das andere rein. So, okay, dann ab ins Büro. Gut, heute nicht ganz so geil die Bilanz gewesen. Aber macht nichts. So, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann gucken wir mal, ob wir die gewünschten Artikel alle bestellen können. Und dann müssen wir, glaube ich, mal schauen, ob wir Werbung auch noch reinkriegen. Wie sieht unsere Bilanz aus? Hitrate 36%. Ist jetzt nicht sonderlich geil, ne? Naja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich auf euch. Tschüss.